Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tayag Mitzvot, 613 Mitzvot von der Torah. Heute Bezrat Hashem Mitzvah 428. Die Mitzvah ist, keine Genuss von ein Verzierung von Götzen zu haben. Verzierung bedeutet Zipui. Wenn etwas ist, es gibt Silber und es gibt versilbert, es gibt Gold und es gibt vergoldet. Okay? Ein Mensch kann sagen, ja, ich darf von Götzendienerei Geräte oder Sachen nicht genießen, aber wenn ein Mensch hat das nicht angefasst, so wie ein Berg, ein Tier, ein Baum, die nicht erlaubt, ich würde nicht genießen, aber es gibt irgendeine Zipui, so wie es gibt bei uns in der Synagoge Krone von Torah, Rimonim, Zitz, Yad, verschiedene Schmuck, Lehavdil. Eine komplette Trennung. Bei Götzendienerei gibt es auch verschiedene Schmücksachen zu ihren Getschkes. Okay? Und hier geht das, dass wir davon nichts genießen. Und so steht geschrieben in die Torah, 5. Buch Mosche 7, 25. Lotachmot Kesev Vezahav Aleem. Du sollst nicht begehren, dass Silber und Gold das über sie. Stell mal vor, einer macht eine Figur von irgendeiner Getschke, okay? Irgendeine dicken Figur und es ist vergoldet. Und du sagst, der Figur interessiert mich nicht, aber der Gold, der Rum und Ran oder der Silber, damit will ich machen Geschäften. Sagt Gott, velo idbak beyadcha meuma min acherem, soll in deine Hand, soll nicht ankleben, nichts, weder von dem Gerät selbst, noch von der Verzierung und dem Schmuck. Verstanden? Und auch nicht eine Kette, die war drauf, oder eine seidene Tuch, oder Schrank. Alles, was hat zu tun mit Götzendiener, geht nicht zu nutzen. Die Idee von dem Mitzvah ist, von uns zu entfernen, jeden Götzendienerei. Jetzt, die Götzendiener haben ihre Psalim, ihre Götzen, sogar geschmückt mit guten Diamanten, Gold und Silber. Die berühmte Geschichte von Rabbi Shimon ben Shotach, dass er hat gekauft von einem Goy ein Esel. Und was war in seinen Ohren? Ein Diamant. Ein Diamant. Also sollen wir nicht denken, dass diesen Verzierung, diesen Kishutim, diesen Schminken, dieser Schmuck. Schmuck ist ein Schmuck. Es ist nicht ein Schmuck, das ist eine Teile von der Avodah Zarah. Und die Torah sagt, du sollst nicht trennen zwischen der Avodah Zarah und dem Schmuck, sondern von davon nichts, irgendeinen Genuss oder einen Vorteil haben. Es gibt verschiedene Götzendiener, die beugen zu verschiedenen Natursachen. Okay? Wenn das ist eine Götzendienerei, die gehört Gott, ja, und nicht ein Mensch hat das gemacht, das geht uns nicht an. Stell mal vor, Leute nehmen dem Nilus, dem Nil, dem Nil, dem Ufer, und sie sagen, ja, das ist unsere Götzke. Ihr geht mir nicht an. Vielleicht sollt ihr nehmen jetzt den Berg Everest und sagen, das ist unsere Götzke. Vielleicht sollt ihr nehmen jetzt, geht nicht. Wenn es ist, gehört zu Hashem, ein Fluss oder ein Baum oder die Sachen, die gehören zum Natur, nicht zu Menschen, das kann man nicht, wie man sagt, vergötzen. Und deshalb dürfen wir das nutzen. Aber wenn das ist irgendein Metalltelin, eine bewegten Gegenstände, dann wird das zum Avodah Zarah, zum Beispiel diesen Tisch. Kann man machen als Getschke oder nicht? Kann man. Warum? Weil Menschen haben das gemacht. Weil Menschen haben das gemacht. Das ist Avodah shel Maaseh Yedei Adam. Das ist eine Arbeit von Handwerkzeuge. Aber wenn das ist ein Baum, ein Fluss, ein Berg und so weiter, dann gehört das zu Hashem. Und auch wenn es ist dort gewesen, Götzendienerei? Okay. Götzendienerei ist für uns jeden fremd. Trotzdem, Ayid kann denken, aha, ich werde nur Geschäften damit machen, mit diesen Getschkes, mit diesen Elilim.
Und nicht mal mit die Getschke, sondern mit ihren Verzierung, mit ihrem Schmuck. Sagt die Tora, Peti ya'amin lechol davar. Peti bedeutet, es ist verführerisch, himmlisch und erdisch. Weißt du, was ist verführerisch? Sein Schochoto, das wird ihm anziehen. Und darum sagt die Tora ein extra Gebot, soll der Mensch nicht beginnen sagen, ja, das war nur ein Schrank, das war nur eine... Das war ein Pitayon. Pitayon, das ist ein Angel, genau. Stell mal vor, Maimonides sagt einen sehr interessanten Tasrit. Weißt du, was ist Tasrit? Tasrit ist so, wie ein Regisseur schreibt ein Buch drehen. Weißt du, wenn man schreibt eine Idee, was kann sein? Er sagt so, stell mal vor, Ayid, gefahren irgendwo nach Asien und gekauft irgendeine Getschke, irgendeine Elil. Gut. Ohne zu sehen in diesen Elil, ohne zu sehen in diese Getschke, ein religiösen Objekt. Weißt du, was ich meine? Er sieht das als Geldpotenzial. Er will verdienen Geld. Okay. Er bringt das nach Hause und er will das in kurzer Zeit Schmied, er will das vernichten. Also er will dem Holz drinnen wegwerfen und er will nur dem Wertsachen zu sich nehmen, die Diamant, die Differenzierung. Gut. Und da sagt Maimonides, plötzlich sein Schicksal beginnt zu steigen. Er gewinnt Geld, sein Kind heiratet, seine Tochter ist schwanger. Wie wird er sich selbst erklären, warum geht mir jetzt so gut? Irgendwo tief im Herzen wird er denken, vielleicht muss nicht sein, aber stell mal vor, ab diesem Moment, wo diesen Getschke ist bei mir zu Hause, geht mir gut. Er wird nicht mal denken, dass Hashem hat ihm gegeben diese Reichtum. Und diese Sachen sind verführerisch. Und so sagt Maimonides, eine Tasrit, eine ein Drehbuch, das er wird vielleicht das nehmen und dann wird er sein gutes Glück. Und es kann auch sein umgekehrt, dass ein Mensch hat etwas getan und da sieht er, dass er hat Pech. Aber er wird vergessen die Emunah und werden ein Götzendiener. Verstanden? Schkoyach.